So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Spiels Norderstedt gegen Teutonia. Und ich bitte den Gästetrainer um sein Wort. Gerne, danke. Ja, wir sind, glaube ich, gut reingekommen. War eine überragende erste Halbzeit der Jungs. Ich habe mir so ein bisschen nach dem Lauf, den wir jetzt ja gerade gestartet haben, gerade mit dem 3-0, am letzten Wochenende schon so ein bisschen Gedanken gemacht, hat es nicht zum Thema gemacht in der Woche. Das sind auch Sachen, die man nicht ansprechen darf. Ich war schon gespannt, wie die Jungs ins Spiel kommen, ob sie es annehmen können oder ob es vielleicht einen Spannungsabfall gibt aufgrund der letzten Ergebnisse. Gab es nicht. Und ich finde, die ersten 10 Minuten, es war aber auch klar, Johnny mit seiner Truppe hat ja auch einen spielerischen Ansatz. Da mussten wir halt gucken, dass wir nicht zu häufig überspielt werden. 1-2 Durchbrüche auf den Außen. Aber dann sind die Jungs auch ins Rollen gekommen und ich glaube, das 3-0 zur Halbzeit ist dann auch verdient. Ich freue mich auch, dass Nick gerade eine richtig gute Phase hat. Genau, und dann wollten wir in der zweiten Halbzeit natürlich genau das nicht. Wir wollten rauskommen und die Spannung beibehalten und die Welle, die dann erwartet war, ist ja klar, dass Norderstedt mit einer Truppe mit Moral, die ja auch jetzt beispielsweise im Pokal auch nachgewiesen hat, dass sie aus solchen Phasen auch rauskommen können als Team, dass die dann rausgehen und erstmal wieder Feuer geben werden. Das 3-1 ärgert einen, aber auf der anderen Seite, unser Ziel ist es ja auch, erwachsen zu werden als Truppe. Und das war dann erwachsen, das 3-1 erstmal zu verdauen und dann sich zu stabilisieren und nicht so viel zuzulassen. Was ich besonders gut finde, ist, dass wir nicht so viele Freistöße wie am Anfang der Saison weggeben. Und ich glaube, mit den 2-3 Kontern, die wir dann hatten, einen wieder überragend. Chris behält die Ruhe, wartet. Hat einen Top-Überblick, genauso wie beim letzten Mal beim 2-0 gegen Havese, ähnliche Situation. Da sind die Jungs im Augenblick einfach richtig, richtig gut und schaffen es dann eben mit diesen Toren das Spiel dann zu beenden. Und ich glaube, hinten raus war es dann auch, was dann verdient. Und ich glaube, ja, oder ich hoffe, dass wir jetzt in dieser Phase genauso weitermachen. Danke. Und ich wünsche natürlich, letztes Jahr hatten wir schon Kontakt, da habe ich die Daumen gedrückt. Und ich drücke natürlich jetzt dann wieder, heute nicht, aber jetzt wieder die Daumen, dass ihr in den nächsten Spielen punktet, weil Derby ist immer ganz schön und wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall auch Derbys haben. Ne? Danke. Dann bitte ich unseren Trainer um sein Wort. Ja, erstmal vielen Dank für dieses Daumendrücken. Von meiner Seite Glückwunsch an dich und deine Mannschaft. Für uns gar kein gutes Ergebnis. Ich glaube, dass wir sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit mutig sein wollten. Wir wollten Atmosphäre schaffen, wir wollten auch so die Emotionen loslassen, aber teilweise auch genug kontrollieren. Und wir haben nach einer Anfangsphase, wo man schon, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein von deiner Mannschaft gemerkt hat, uns vermehrt reinarbeiten können, einen guten Schritt auch ins Spiel gekriegt. Trotzdem müssen wir ganz klar darüber sprechen, dass wir individuell, gruppentaktisch und mannschaftstaktisch auch dann bei den Gegentoren nicht gut verteidigen oder vorher auch die Ballverluste haben. Dass die Mannschaft wollte, war, glaube ich, in der ganzen Zeit zu spüren, dass wir die Angriffe zu Ende spielen wollen, auch in der Art und Weise, so wie du es ja auch gesagt hast, mit einem guten spielerischen Ansatz, mit einem guten Positionsspiel und dann auch mit dem Momentum nach der Pause ein besonderes Spiel draus zu machen, auch mal zu zeigen, dass wir einen Turnaround hinkriegen nach der Pause mit einem schnellen Treffer. Letztlich sind es dann unzureichende Abschlüsse auf unserer Seite beziehungsweise im Defensivverbund dann auch klare Fehler, die der Gegner dann ausgenutzt hat. Und deswegen werden wir morgen Abend sicherlich einiges zum Aufarbeiten haben und müssen da natürlich das dann auch für uns nutzen, so wie du es eben auch gesagt hast, wie ihr wachsen wollt, so wollen wir natürlich auch wachsen und unsere Mannschaft muss wachsen und will auch wachsen. Und dafür braucht sie natürlich auch Erfolgserlebnisse und die müssen wir dann nicht nur uns immer rauspicken, sondern sie auch erzwingen in den Spielen mit Erfolgserlebnissen und ja, die Aufgabe geht es dann am Mittwoch besser zu machen. Von euch wünschen wir natürlich auch alles Gute weiterhin. Danke. Gut. Fragen der Presse? Ja, Johnny, du hast die individuellen Fehler schon angesprochen. Ist das mittlerweile auch eine psychische Geschichte aufgrund der Tabellensituation oder ist es eine Konzentrationsgeschichte? Weil es sind ja schon, ja, ich will jetzt nicht sagen Geschenke, aber es sind ja schon krasse individuelle Fehler, die zu den Gegentoren führen. Also beim 2-0 habe ich zum Beispiel selten gesehen, Gegner wirft den Ball rein, Handspiel nach Aufticken, Annahmefehler. Und kannst du zusätzlich die beiden Debütanten Lukas Krüger und Joris Bente einmal bewerten, wie du sie gesehen hast heute?
Ich könnte natürlich jetzt über Spielglück sprechen. Ja. Dass so eine Situation, so wie du es angesprochen hast, mit dem Handelfmeter nicht auf unserer Seite ist, aber das ist Quatsch. Es ist im Momentum etwas, was wir uns auch mehr verdienen müssen. Ich glaube, dass die Mannschaft ja, in dieser Saison viele Nackenschläge auch weggearbeitet hat. Dass wir unter der Woche mit dem Last-Minute-Pokalerfolg auch eine Energie mitnehmen wollten in dieses Spiel und dann natürlich auch mit dem Anspruch der Brisanz-Derby-Nähe in Bezug zu Teutonia und auch der Tabellensituation, dass wir ja, da mutig dran wachsen. Und ja, wer mutig ist und seine Möglichkeiten auch sucht, darf gerne Fehler machen. Aber wir machen teilweise Fehler, wo wir nicht mutig sind. Deswegen ist es da nicht Spielglück, sondern individuell auch unzureichend. Da hatten wir diese Saison wirklich viel von. Aber wir sind viel im Austausch, wir sprechen viel. Ich glaube auch, dass wir vor dem Spiel eine gute Grundstimmung hatten und die Mannschaft war wirklich gewillt, auch eine gewisse Atmosphäre auf dem Platz zu legen. Zumindest auch von draußen, von der Bank, sowohl von dem Einwechselspiel auch vom Trainerteam wurde alles dran gesetzt, dass wir eben eine Atmosphäre schaffen, wo man sich wohlfühlt, wo man auch das Gefühl hat, dass man eben nicht alleine auf dem Feld steht. Und das ist etwas, was diesen Verein auch auszeichnet, dass man gemeinsam agiert. Und da muss die Mannschaft natürlich auch ein Stück weit hinkommen. Der ein oder andere da momentan sein Problem mehr zu kämpfen hat, das werden wir sicherlich auch nochmal erfragen können. Aber ich würde es jetzt nicht an dem einzelnen Spieler defensiv festmachen. Wenn du hier zu Hause 4 Gegentore kriegst, dann sind da 11 auf dem Platz, 9 auf der Bank und alle gemeinsam mit dabei. Deswegen gehen wir da morgen gezielt rein wieder. Das Thema zu den Debütanten. Wir haben ja Lukas Krüger auch herzlich willkommen geheißen mit dem Impuls, den wir haben wollten. Wir wollten einen Offensivspieler, der torgefährlich ist, der einen guten Zug zum Spiel auch zum Tor reinbringt und uns diese physische Komponente auch gibt. Ich glaube, das hat in der ersten Halbzeit schon gezeigt, wie gut er unserem Spiel tut. Das hat er im Training schon nachgewiesen. Und deswegen war es, glaube ich, auch gut, dass wir ihn jetzt dabei haben. Und Joris Bende trainiert auch schon die ganze Saison immer bei uns mit, ist Kapitän der U19. Sehr, sehr talentierter Linksfuß, kann innen und außen spielen. Und ja, es zeigt so ein Stück weit auch unsere Situation, dass wir mit Joris und mit Krüger auch zwei Spieler haben, die uns gut tun können. Mhm. Ja? Und vielleicht nicht mit einem Ballast aus den letzten Wochen reingehen, weil ich finde, die beiden Jungs sind heute mit vorangegangen und haben auch gezeigt, welche Qualitäten sie haben. Deswegen war es völlig berechtigt, denen auch diese Möglichkeit zu geben. Mhm. Wo andere, so wie du es ja gesagt hast, vielleicht momentan ein bisschen emotional strugglen. Mhm. Aber in der Regionalliga geht es auch um Qualität. Mhm. Und da kann man nicht sagen, man struggelt oder man ist psychisch oder vielleicht auch emotional gerade nicht auf der Höhe. Unsere Mannschaft muss immer auf der Höhe sein. Mhm. Und deswegen blutet mir persönlich natürlich auch das Herz, dass wir dann über die 90 Minuten eben das nicht so in der Performance umgesetzt haben. Unsere Chancen, die wir ja dann hatten über die 90 Minuten, unser Video- und Spielanalyst hat 14 Chancen auf unserer Seite gezählt, das war mehr als beim Gegner. Wir haben sie nur einmal genutzt. Und heute eklatant, ihr hattet auf mehreren Positionen, speziell im zentralen Bereich und auf letzter Linie Tempodefizite. Und du hast dich für Kocher heute neben Ersin entschieden. Hast du dieses Risiko heute bewusst in Kauf genommen? Grundsätzlich Geschwindigkeitsdefizit ist okay. Ich glaube, wir haben gute Defensivspiele. Wir hatten ja Mufram angeschlagen aus dem Pokalspiel. Wir hatten die Möglichkeit, personell ein bisschen zu adaptieren. Niemand hat das, finde ich, sehr ordentlich gemacht in einer zentralen Rolle. Wir wussten um die Anordnung beim Gegner. Das ist ja jetzt, glaube ich, auch das vierte Spiel gewesen mit der gleichen Startaufstellung. Sodass wir natürlich auch ganz klar gesagt haben, wir wollten den Kochermoment vom Dienstag natürlich mitnehmen. Ja, diesen Erfolgsmoment. Wir wollten auch Verantwortungsbewusstsein im zentralen Mittelfeld haben. Und wenn die beiden Jungs von Teutonia dann gegen einen Ersin Zier und einen Philipp Koch antreten dürfen, dann bin ich sehr, sehr selbstbewusst zu sagen, dass wir dagegen halten können. Und trotz alledem haben wir es vom Spielschema natürlich auch so, dass da andere Spieler mit unterstützend hätten dabei sein können. Aber in der Art und Weise, wie wir die Gegentore kriegen, ist es natürlich klar, dass Teutonia neben den Standards, die sie zuletzt sehr, sehr gut geschossen haben, auch gute Umschaltmomente hat. Und bestes Beispiel ist, glaube ich, das 4-1. Da haben wir halb den Ball. Also ein Konter zu unterbinden ist keine Schande, auch eine Karte dafür zu kriegen, das ist Regelwerk. Aber den Ball herzuschenken und das eigene Tor nicht so zu beschützen, ist eine absolute Frechheit. Nach dem 0-1 und 0-3, so diese 20. bis 40. Minute, mussten einem ja Angst und Bange werden, konnte noch zwei weitere Tore kriegen, wo Teutonia richtig gute Chancen hatten. Wir haben das Thema ja schon öfter mal angesprochen. Da war die Mannschaft wieder ruhig, die Köpfe gingen wieder nach unten. Ist das was du momentan aus der Mannschaft nicht rausbekommst? Alles klar. Ich glaube, das ist auch menschlich, so eine Verunsicherung, gerade durch Misserfolge. Und wie gesagt, wir sind da gemeinsam auch im Austausch, nicht nur im Austausch, sondern wir gehen diese Schritte und müssen daran wachsen. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist bei diesem Spiel natürlich auch, so wie du sagst,
dass, wenn man Misserfolge hat, wie geht man damit um, wie ordnet man das ein, dass wir eigentlich einen Ballgewinn haben, Umschaltmoment vor dem ersten Gegentreffer, dem Gegner eigentlich auf dem Tablett servieren, das ist etwas, das kannst du ja auch nicht trainieren. Du trainierst ja keine Fehlpässe im Training. Was du trainieren kannst, ist, was passiert nach dem Fehlpass. Und ja, wie auch beim 2-0 mit dem Handelfmeter, Scheißsituation passiert. Wir können es zumindest nicht mehr ändern, dass der Torwart in der richtigen Ecke ist und er durchflutscht. Es sind diese kleinen Details, weil ich sage, wir haben über 90 Minuten 14 Chancen auf unserer Seite, wo ich glaube in der ersten Halbzeit ein Kocher, ein Ersin aus dem Rückraum gute Abschlüsse kriegen. Wir haben Krüge, Manu immer wieder in Position gehabt, Luis Cordes. Wir haben viele Ballaktionen gehabt. Wir schießen in der 50. das 1-3, haben das Momentum auf unserer Seite. Wir schießen den Ball an den Innenpfosten und das Tor wird, wenn der Ball hinter der Linie ist, zurückgepfiffen. Ich glaube, wir haben viele Standards gehabt, die vielversprechend waren, wo der letzte Punch gefehlt hat. Und wir haben versucht, Teutonia viel abzuverlangen, aber im Endeffekt haben sie uns dann am Ende über 90 Minuten mehr abverlangt. Deswegen, die Spieler, die auf dem Feld standen, haben alles dafür getan, erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, in den letzten Wochen der eine oder andere Verletzte, der jetzt zurückkommt, gibt uns Mut, gibt uns natürlich auch Zuversicht. Aber wir müssen hart dafür arbeiten, dass wir eben das ein bisschen abschütteln. Nur, wie gesagt, die Fehler ziehen sich jetzt schon sehr, sehr lange. Und das ist eine Balance, die man finden muss aus dem Vertrauen in die Spieler und die Wechselmöglichkeiten. Und deswegen, glaube ich, war das heute zumindest auch Fingerzeig zu sagen, wir vertrauen nicht nur diesen letzten Jahr waren Flo Meier oder Anfang der Saison Jack James, sondern auch Joris Bente. Und da kann man den Hut vorziehen, dass der hier von 0 auf 100 zeigt, dass er in diese Mannschaft gehört. Eine Frage geht noch an Nabil. Am Anfang der Saison, ich erinnere mich, als wir nach dem Altona-Spiel, die Supercup gesprochen haben, da hattet ihr ja durchaus auch Torgelegenheiten, aber ihr hattet dann immer auch den ein oder anderen Schnörkel drin. Mittlerweile relativ zielstrebig, fand ich. Also heute, wenn der Fehler kam, beispielsweise beim 0-1, schnell tief, sofort ins Duell, erster Pfosten, Einlauf, Tor. Ist das auch was, was du meinst mit, oder kann man das darunter fassen, auch mit erwachsen werden, dass die Mannschaft ja schneller und ohne so viele Schnörkel den Abschluss sucht? Ja, natürlich, das auch. Jetzt muss man aber auch sagen, Altona, da haben wir teilweise ja 4-5 Spieler gerade mal seit 2 Wochen dabei gehabt. Wo soll es herkommen? Ne? Ja. Und dass es jetzt klarer wird, ist natürlich, dass wir die Abläufe klarer aufzeigen. Ich glaube, alleine wenn man sieht, wie Chris sich bewegt, wie er Bälle festmacht, so, das ist natürlich auch etwas, was du so einem Spieler, der in der letzten Saison ja eine ganz andere Rolle gespielt hast, erstmal ja auch zeigen musst. Und er muss darauf vertrauen, dass das auch funktioniert. Weil am Anfang hat er sich immer noch häufig dann weggedreht, weil es einfach so ein Bewegungsablauf ist, den er drin hatte. Und auch jetzt in der zweiten Halbzeit hat er ein paar Situationen, wo er den Ball länger hält und länger. So, und das kommt natürlich aber auch daher, dass dann die Erfolge da sind. Ne? Also Johnny würde, glaube ich, ganz anders sprechen, wenn die jetzt in der Phase wären. Es hat auch was mit Vertrauen, Selbstbewusstsein, das haben wir jetzt einfach, das haben die Jungs und deswegen funktionieren Dinge, die vielleicht vor ein paar Wochen nicht so gut funktioniert haben, weil sie einfach einen Glauben daran auch haben, ah, okay, wir haben es gespielt, es funktioniert, genauso wie wir es gemacht haben und so weiter. Und wenn du dann halt so eine Situation hast, es ist natürlich schwierig, kriegst durch das Handspiel das 2-0, ist doch natürlich, dass dann die Köpfe auch ein bisschen runtergehen. War bei uns ja auch in der Phase, wo es nicht so lief, so. Und dementsprechend sind es beide Komponenten. Auf der einen Seite das Selbstbewusstsein, was immer mit den Jungs was macht, ganz klar, so, das vereinfacht vieles. Und das andere ist natürlich auch, dass wir jetzt auch ein paar Wochen hatten, den einfach auch einzustudieren und klarer zu ziehen für die Jungs. Und das funktioniert immer gut. Ja. Ich bin halt Lukas Krüger als einer für Sturmzentrum so ein bisschen. Der kann uns heute ein bisschen mehr über den Flügel. Wie planst du so in den kommenden Wochen mit ihm? Ich mag die Möglichkeit, dass er nicht nur zentral, sondern auch in den Halbräumen spielen kann. Und ich glaube, dass er sowohl mit dem Rücken zum Tor als auch mit Raum hinter der letzten Linie für uns große Qualitäten hat. Deswegen ist das erstmal ein wichtiger Impuls fürs Team. Gibt der Mannschaft auch eine gewisse Sicherheit vorne, noch einen Spieler mehr zu haben, der uns gut tut. Und ja, deswegen würde ich sagen, das hängt zum einen immer mit dem Matchplan ab, zum anderen aber auch, wie wir das dann in der Umsetzung personell überhaupt machen können. Wie ist er so vom Physischen her? Steht eine englische Woche jetzt an? Traust du ihm sowas zu oder sagst du, ich muss ihn da jetzt auch ein Stück weit ruhig ranführen und auch mal eine Pause gönnen? Ich glaube grundsätzlich, egal ob englische Woche oder nicht, wir müssen immer an die 100% ran. Deswegen, ich glaube, jeder von den Jungs will auch. Und wie gesagt, der ist ja jetzt nicht gestern aus dem Supermarkt hierher transferiert worden, sondern hat ein paar Wochen schon sich bei uns auch präsentiert und macht einen sehr, sehr guten physischen Eindruck. Was jetzt heute vielleicht am Wehwehchen dazu gekommen ist, kann ich nicht schauen, aber ich glaube, dass
er auf jeden Fall bereit ist, auch, und wenn es möglich wäre, sogar 4 Spiele in einer Woche zu spielen. Zuschauerzahlen? 6,25. 6,25. Gut. Gut. Dann bedanke ich mich, wünsche noch einen restschönen Sonntag und dann Mittwoch. Danke.